Hallo. Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Hausflipper. So, jetzt habe ich beinahe den Spieltitel vergessen. Herzlich willkommen zu Hausflipper, einer neuen Aufnahmesession. Und wir haben das letzte Mal, glaube ich, wieder ein Häuschen erledigt und verkauft. Und ich weiß gar nicht, was für ein Haus uns das als nächstes erwartet. Deswegen würde ich mal so... Wir haben eine Mail. Ach so, ja, wegen dem Garten-DLC. Den machen wir allerdings noch nicht. Sondern wir machen hier erstmal die Häuser fertig. Und zwar, als nächstes kommt dieses Haus hier dran. Ein langweiliges Haus mit 89 Quadratmetern Innenfläche. Und zum Verkauf momentan für 82.366,77 Euro. Hat eine Gesamtgrundstücksfläche von 860,28 Quadratmeter. Hat zwei Etagen, also quasi wahrscheinlich mit einem zweiten Stockwerk, weil Bunker sehe ich hier nicht. Ist auch nicht gekennzeichnet, dass es einen Bunker hat oder so. Gut, vielleicht hat es noch einen Keller, ich weiß es nicht. Aber ja, nette Bude zu verkaufen, wer möchte. Ja, dann gucken wir uns das ein bisschen an. Ist nicht sonderlich viel zu machen, finde ich. Also ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen hier aufwaschen. Aber im Grunde viel ist da nicht zu machen. Deswegen würde ich mal sagen, wir kaufen das Haus und gehen nochmal dorthin. So. Ich habe mal wieder Jazzmusik reingenommen. Dass ihr da ein bisschen, dass wir da nicht immer dieselbe Mucke laufen haben. Also nicht immer so dieselbe Ingame-Mucke. Ist ja auch langsam langweilig. Deswegen, ja, nicht wundern. So. Gut. Dann würde ich mal hier ein bisschen sauber machen. Also hier mal die ganzen Graffitis weg haben. So, können wir da noch irgendwas entfernen? Nein, da können wir nichts entfernen. Da ist nirgendwo irgendwas noch zu finden an Graffitis. Fenster reinigen? Wie, Moment mal, ich kann hier Fenster... Nee, okay, geht nicht. Von außen kann ich es nicht reinigen. Alles klar. So, haben wir sonst noch irgendwo irgendwelche Flaschen herumliegen? Ich glaube nicht, zumindest sieht es nicht danach aus. Ich würde zugehend den Rasen hier schon mal mähen, aber leider geht es anscheinend nicht. Das geht anscheinend nicht, deswegen, naja. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal ein bisschen sauber und gucken uns erstmal, aha, da gibt es einen Keller, ne? Siehst du, habe ich es doch gewusst, dass hier ein Keller ist. So, okay. Sehr merkwürdig, dass hier ein Fliesenboden ist, also so Bodenfliesen. Das ist sehr interessant. Aber gut, viel scheint hier nicht zu, so brauchen wir hier anscheinend nicht machen. So, sehr gut. Passt, somit sind da die Beschmutzungen weg. So. Gut, dann würde ich mal in das Zimmer hier gehen. Ah ja, das ist das Badezimmer. Ja gut, das sieht noch recht intakt aus. Ein bisschen schmutzig, aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Das heißt, es wird wahrscheinlich keine allzu lange Aufnahmesession, weil wenn das Haus so ziemlich gut intakt ist, wird es wahrscheinlich nicht lang dauern, bis wir hier alles fertig haben. So, wir brauchen hier auf jeden Fall mal eine Heizung. Die werden wir gleich mal montieren. So. So, okay. Sonst müssen wir hier eigentlich nichts machen, ne? Die Badewanne ist noch intakt, genauso wie das, wie die Toilette. Das, ja... Das Spülbecken ist eigentlich auch noch in Ordnung. Kann man alles so lassen. Finde ich in Ordnung. Und... Oh! Da fehlt noch eine Steckdose. Ich sehe nämlich... Also ich habe nämlich gerade auf der Minimap gesehen. Hä? Moment mal. Da ist noch irgendwas Rotes.
im Badezimmer. Das muss ich mir noch genauer ansehen. Und tatsächlich haben wir hier noch eine alte Steckdose gehabt, die wir noch nicht gemacht hatten. So, jetzt ist aber alles grün. Sehr schön. Gut, was haben wir denn hier? Achso, da geht es wieder runter zum... Moment. Haben wir da irgendwo einen Schaltkasten vielleicht, wo wir noch was ändern müssen? Nein, gut. Hätte sein können, dass wir da irgendwo einen Stromkasten haben, wo vielleicht eine Sicherung durchgebrannt ist. Man weiß es nicht. So. Mal hier mal weiter. Ja. Erstmal hier wieder ein bisschen sauber machen. Das Bett reinigen. So. Weg damit. Das Bett müssen wir nicht machen. Das ist schön gemacht. Wieso kann ich hier jetzt nicht... Ich kann den Müll nicht entfernen. Was? Hä? Wieso kann ich den Müll hier nicht entfernen? Was soll das? Das ist sehr eigenartig. Das geht hier darum. Fenster reinigen. Wieso kann ich den Müll da nicht entfernen? Was soll das? Das ist ja... Hä? Also manchmal muss ich sagen, spackt das Spiel ein bisschen rum, habe ich so das Gefühl. Das ist sehr merkwürdig. Okay, ich glaube, ich muss das Spiel nochmal neu starten oder vielleicht irgendwie nochmal zurück ins Büro. Weil irgendwas hat es hier auf jeden Fall. Irgendwas funktioniert hier nicht. Da kann ich alles wegräumen, das ist interessant. Aber im Schlafzimmer halt nicht. Was ich sehr merkwürdig finde. Okay, ich werd den Auftrag dann nochmal kurz hier beenden. Weil irgendwas stimmt ja nicht. Ich kann im Schlafzimmer komischerweise den Müll nicht entfernen, was gar nicht geht. Weil irgendwie muss es ja gehen. Moment, ich kann da mal eins versuchen. Moment. Ich mache noch schnell den Müll zu Ende. Wir haben Boden zumindest schon mal. So. 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 So, es geht ja hier recht schnell. Dadurch, dass wir hier schon eine Fähigkeit haben, dass der Müll in der Nähe auch weggeworfen wird. So, und dann werden wir hier schon mal das Bettchen oder das Sofa besser hinstellen. So. Genau, passt. Der Tisch kommt dahin. Dann kommt hier der ganze Schmutz weg. So. Zack. 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 So. Aufwischen. Dann mal auch nochmal Müll. So. Und hier noch schnell die Fenster machen. So, ich kann jetzt noch eine Sache dann probieren, dass ich es mit dem Verkaufsgerät hier entferne, den ganzen Müll, wenn es mit der Maustaste allein nicht funktioniert. Es sei denn, es ist verbuggt, das Spiel. Ich meine, wir haben ja schon am Garagentor des Öfteren erlebt, dass das Spiel ein bisschen verbuggt zu sein scheint.
Weil wenn wir das Garagentor aufgemacht haben, hat es zwar laut von sich gegeben, als wir es aber wieder zugemacht haben, hat es erst dann laut von sich gegeben, als es komplett zu war. Ne? Dann kam erst der Sound also hinterher. Das war sehr merkwürdig. So, okay. Dann haben wir hier eigentlich alles erledigt. Da brauchen wir noch eine Klimaanlage. Das machen wir auch noch. So. Hier. So, bauen wir da noch eine Klimaanlage ein. Sehr gut. Zack. Zack. So. So, okay. Das hier und das da. So. Passt. Klimaanlage läuft auch. So. Ja, und jetzt. Jetzt würde ich halt ganz gerne das hier noch entfernen, aber das geht halt irgendwie nicht. Deswegen würde ich es halt mal mit dem hier versuchen. Funktioniert aber auch nicht. Kann ich irgendwie auch nicht entfernen. Hä, was ist das für eine Scheiße? Wieso geht das nicht? Okay. Ich muss wahrscheinlich kurz nochmal aus dem Auftrag raus. Weil irgendwie funktioniert das hier nicht. So. Ich mache nur kurz die Klimaanlage fertig. So, so, so. Passt. So. Hier die Fenster reinigen noch. Das machen wir auch noch schnell. So, sehr gut. Okay, hier haben wir nichts. Okay. Interessanterweise, hier merkt man eindeutig, dass das hier ein Bug sein muss. Weil die Dose hier schwebt mitten in der Luft. Das ist sehr merkwürdig. Okay, ich gehe hier nochmal weg. Ich geh nochmal aus dem Haus raus. Mach den Auftrag vielleicht nochmal neu. Oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Zurück zum Büro. Yep. Wird gespeichert. So. Schauen wir mal. So, erstes Büro. Nein, das da. Genau. Zum Haus. So, dann versuchen wir das Ganze nochmal. Weil ich weiß, on stream hat es damals bei mir funktioniert. Da konnte ich alles wegwerfen. Nur da anscheinend komischerweise geht's nicht. Oh. Okay, jetzt ist es weg. Okay, dann war das ein Bug. Dann hat man hier noch den Müll gesehen, obwohl er eigentlich schon längst weg war. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Okay, gut. Aber immerhin, wir haben es geschafft. Gut, haben wir sonst noch irgendwo was? Da ist noch irgendwas. Da ist noch eine kaputte Steckdose. Die machen wir noch. So. So. Okay. Passt. Dann haben wir uns hier eigentlich alles erledigt. Dann haben wir das alles erledigt. Moment mal. Ich muss mal kurz die Musik leiser drehen. So. Bisschen leiser gemacht, weil sonst ist das gar so laut auf meinen Kopfhörern. Ja. Ansonsten gibt es hier nicht wirklich was zu tun, ne? Wir haben ja, glaube ich, ist da alles erledigt. Da drin ist auch alles fertig.
Ja. Ich würde mal sagen, das war's. Dann sind wir hier fertig. So. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, Haus verkaufen. Versteigern das Haus. Wir haben das Haus gekauft für 82.366,77 Euro. Das Grundstück hat eine Fläche von 860,28 Quadratmeter, also Grundstücksgesamtfläche. Das Haus verfügt über eine Innenfläche von 89 Quadratmeter, Anzahl der Zimmer 6. Höhe des aktuellen Budgets beträgt momentan 211.287,75 Euro und die Arbeitszeit 12 Minuten 59 Sekunden. Hey! So. Ja. Wir haben Renovierungskosten, Kauf von Möbeln, Verkauf von Möbeln haben wir nichts, Verkauf ein Haus 0, Verhandlungen 0, Strafe für den Abbruch der Auktion 0. So, und es wurde verkauft für 93.749,99 Euro an die Familie Schelling. Und wir haben einen Profit von 11.383,22 Euro geschlagen. Familie Schelling schreibt: Wir wollten mindestens zwei Schlafzimmer und nun bitte sehr. Gut, wenn es im Haus viele Zimmer gibt, wenn man an die Vergrößerung der Familie denkt. In so einer Küche kann man ein Mittagessen für die ganze Familie vorbereiten. In diesem Haus gibt es sogar Bücherregale, hervorragend. Ein großes und bequemes Bett, unabdinglich, wenn wir eine große Familie haben wollen. Negative Meinungen: Eine große Familie braucht zwei Badezimmer, mindestens zwei. Kann man immer noch einrichten. In jeder Wohnung sollte es ein Wohnzimmer geben, nicht wahr? Gibt es, nur ist die Küche auch noch daneben. Hier gibt es keinen Ort, an dem wir als ganze Familie die Zeit vertreiben können. Doch, Wohnzimmer mit Küche. So, gut, dann würde ich mal sagen, verkaufen wir das Haus und damit ist es passiert. So, sehr schön. Damit haben wir alles erledigt. Ja, wir könnten natürlich jetzt wieder ein weiteres Haus machen. Aber ich würde mal sagen, das machen wir dann erst in der nächsten Folge oder in der nächsten Aufnahmesession. Ja, sieht auch noch ein bisschen unordentlich aus. Also hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was machen. Wir gucken uns das mal ein bisschen näher an. Ja, also hier müssen wir auf jeden Fall streichen. Vergipsen müssen wir hier. Dann die Küche gehört neu gemacht. Das hier muss auch vielleicht erneuert werden. Der Schreibtisch, glaube ich, kann man noch so lassen, ist nur ein bisschen dreckig geworden. Ja, das Schlafzimmer natürlich muss auch geändert werden und ein bisschen wieder auf Vordermann gebracht werden. Gut, wir haben noch 10 Häuser zu verkaufen. 10 Häuser, Freunde. 10 Häuser fehlen uns noch. Dann sind wir hier fertig. Ja, inklusive der Gartenaufträge, die dann noch per Mail reinkommen. Also werden es wahrscheinlich 15 oder 20 Häuser sein, die wir noch erledigen müssen. Aber ja, schauen wir mal. Jedenfalls, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme-Session wieder, auch wenn diese hier jetzt nicht allzu lang war. Aber immerhin, wir haben ein Haus erledigt. Ich habe eine Folge für YouTube und von daher, ja. Ich werde auf jeden Fall dann vielleicht noch später was aufnehmen. Ich weiß es noch nicht. Aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.